Hallo Leute, ich bin Legion Killer und herzlich willkommen zu einem neuen One-Way-Smoke-Tutorial, diesmal auf der Map Cage. Und wir fangen als CT an auf dem B-Spot. Und zwar, wenn euer Teammate hier irgendwie ansagen kann, dass sie auf B rushen oder dass die Teammates oder dass sie gehen auf B kommen, könnt ihr hier diese Rampe hochlaufen und euch dann hier rechts einfach ja, neben dieses Zielschild hinlegen oder hinstellen und dann per Rechtsklick die Smoke fallen lassen. Dann könnt ihr hier auf diese Kiste drauf springen, euch hier drauf, also hier drauf springen, und dann könnt ihr, wenn ihr hier über diese Smoke drüber kommt, die Gegner, die da kommen, alle wegholen. Oder wenn die von da, könnt ihr ein bisschen weiter zurückgehen, könnt ihr die auch da wegholen, könnt ihr euch zur Not auch bücken. Und ja, das war's mit der Smoke. Gehen wir weiter zur nächsten. So, die erste Smoke, die ich euch gerade gezeigt habe, indem ihr das hier drauf wirft, könnt ihr auch anders werfen, indem ihr das dann hier auf diese, also nicht auf diesen Metallträger hier drauf macht, sondern hier auf dieses Teil aimt und dann per Rechtsklick die Maus, die Smoke fallen lässt. Dann könnt ihr, wenn ihr hier hingeht, genau zwischen hier diesem Metallteil und der Smoke drunter zielen und die Leute, die da kommen, abballern. Das heißt, ihr habt halt einen doppelten Effekt. Wenn ihr hier steht, könnt ihr die Leute da abballern. Euer Teammate kann dann immer noch da drauf. Moment. Hier hochspringen und gucken. Also da drauf zielen. Ihr könnt halt von da unten ballern. Und euer Teammate kann trotzdem noch hier hochkommen und dann von hier oben aus die Leute, die dann da sind, zum Beispiel abballern. Ihr könnt die Leute, die von da sind, abballern. Und ja, das ist eigentlich eine schöne Smoke, One-Way-Smoke, die man von zwei Positionen nutzen kann. Habt ihr halt doppelt was von. Vor allem könntet ihr auch zweimal machen, da ihr dann ja mit zwei Smokes habt. Zum Beispiel der eine wirft die jetzt oder hat er am Anfang geworfen. Ihr könnt dann nochmal nachwerfen. Und ja, das ist eigentlich relativ cool, die Smoke. Und ja, das war's auch mit der Smoke. Gehen wir weiter zur nächsten. Kommen wir nun zur nächsten Smoke, und zwar wie wir hier unten alles absmoken können, so dass, wenn wir halt da oben drauf stehen, die Leute, die dann halt hier rausgewascht kommen, alle wegballern können, oder auch die Leute, die dann von hier kommen, können wir auch von da oben aus dann wegholen. Und ja, dafür holt ihr euch am besten einen Teammate, der euch dann hochboosten kann. Ihr könnt auch hier drauf jumpen, dann hier rüber jumpen, und dann, wenn ihr dieses Strafe Jump könnt, ihr wisst ja sehr wahrscheinlich selber, wie er drauf kommt, indem man hier so drauf springt und dann darüber, aber ich bin da immer noch zu doof für, auch zu faul zu üben. Und ja, so holt ihr einfach euch einen Teammate, der euch dann da hochboosten kann. Und ich fliege da jetzt einfach mal hoch. Und, ups, was war das denn? Es war Vorführeffekt. Und dann müsst ihr, wenn ihr hier oben seid, einfach per Rechtsklick eine Smoke fallen lassen, dass sie da unten aufkommt. Und dann, wenn ihr hier steht, könnt ihr hier so drüber gucken und die Leute, die da wegholen. Oder ihr könnt euch bücken oder was nach hinten gehen und die Leute, die dann von da kommen, wegholen. Und dann seht ihr dann hier unten, könnt ihr auch, hört ihr manchmal, wenn die draufwaschen, hier unten ist einer, könnt ihr hier durchballern. Und ja, das war's mit der Smoke. Gehen wir weiter zur nächsten. Kommen wir nun zur nächsten Smoke. Und zwar müsst ihr dafür hier auf diese Kisten drauf. Das könnt ihr auch alle, entweder euer Teammate boostet euch halt da hoch, oder ihr könnt einfach hier drauf springen auf diese Kiste. Mal ganz einfach so da drauf. Und dann, ey, was ist denn los? Und dann hier rüber springen. Und wenn ihr hier drüben seid, Smoke-Granate einfach rausholen und per Rechtsklick hier auf den Boden fallen lassen. Jetzt könnt ihr entweder hier drauf, aber und dann euch bücken und da drüber gucken. Oder ihr geht einfach hier hinter und könnt dann von hier gucken. Aber hier seht ihr meistens erst, wenn die Smoke verblasst. Deswegen würde ich euch empfehlen, hier drauf zu springen und dann hier so drüber zu gucken und die Leute von da hinten wegzuholen. Und ja, das war's mit der Smoke. Gehen wir weiter zur nächsten. So, kommen wir nun zur nächsten Smoke. Und zwar wird diese Smoke, wie ihr hier sehen könnt, hier oben drauf landen. Ich habe es gerade durch Zufall geschafft, dass hier oben drauf gelandet ist. Und ihr könnt dann halt mit der Sniper normalerweise unter dem Smoke drunter gucken, sobald ihr ein paar Füße seht, die Gegner abballern. Und die Smoke, dafür müsst ihr hier in diese Ecke gehen, dann hochziehen und dann hier unter an der Lampe unten diese schwarze nach links aimen und ungefähr mittig aimen. Und dann die Smoke loslassen und die, jawohl, die bleibt dann halt da oben stehen. Ihr könnt dann hier hingehen und könnt dann gucken, sobald ihr da unten so ein paar Füße von ein paar Mannequins seht, könnt ihr losballern. Und ja, das war's mit der Smoke. Gehen wir weiter zur nächsten. So, kommen wir nun zur nächsten Smoke. Und zwar, wenn ihr hier aus dem Spawn rauskommt, könnt ihr euch hier mittig vors Tor stellen. Dann seht ihr hier diesen Stein, dann nach rechts auf diesen schwarzen Fleck aimen, die Smoke loslassen.
dann hier drauf springen und dann könnt ihr hier drunter zielen und dann die Leute, die da stehen, alle wegballern. Das war's mit der Smoke, gehen wir weiter zur nächsten. So, kommen wir nun zur nächsten Smoke. Und zwar, wenn ihr da hinten halt immer einen AWE-Spieler als CT habt, oder beziehungsweise als Terrorist, wenn der Gegner halt da hinten gerne mit der AWE spielt, könnt ihr, wenn ihr hier so von eurem Spawn um die Ecke kommt, einfach hier rechtsklick eine Smoke fallen lassen. Und ich glaube, die war ein bisschen zu kurz. Und dann könnt ihr hier drauf springen, euer Teammate könnt euch dann hier pushen. Ihr müsst halt nur gucken, weil es hier oben halt so eine unsichtbare Mauer gibt. Und ihr könnt dann hier über diese Smoke drüber schießen. Und der Gegner wird wahrscheinlich denken, wenn er da hinten steht, dass ihr da halt nur gesmoked habt, so damit, damit ihr hier rüberlaufen könnt. Denn es machen halt gerne welche, die smoken hier so ein bisschen weiter. Sodass hier gesmoked ist, dass euer Teammate zum Beispiel hier rumlaufen können und dann hier alles abaimen können. Sodass sie halt von da hinten aus nicht gesehen werden können. Und einer pusht euch währenddessen, ihr könnt dann hier hoch und dann könnt ihr hier drüber gucken, auch gebückt hier drüber. Wenn ihr steht, könnt ihr hier unten gucken, ob hier unten einer an der Kante steht und den wegholen. Und dann wisst ihr schon mal, dass hier alles frei ist. Zur Not könnt ihr dann noch Granaten hinterher werfen. Aber das war's halt mit der Smoke. Gehen wir weiter zur nächsten. Kommen wir nun zur nächsten Smoke. Wie ihr gerade gesehen habt, könnt ihr von da aus halt nicht gesehen werden. Dafür müsst ihr einfach hier drauf springen und dann die Smoke hier fallen lassen. Und jetzt müsst ihr halt gucken. Ihr müsst halt so die richtige Mischung finden. Wenn ihr die zu nah wirft, könnt ihr eventuell gesehen werden. Deswegen müsst ihr die ungefähr, also ich werfe die mal hier so, wo dieser Strich ist, ungefähr hin, sodass ihr ungefähr eine halbwegs gute Reichweite habt und ihr oben noch drüber gucken könnt. Denn wenn die zu kurz ist, können die Gegner euch sehen. Wenn sie zu weit ist, könnt ihr nicht drüber gucken. Und so könnt ihr zum Beispiel die Leute, die da sind, alle wegholen. Dann, und könnt ihr halt noch hier rüber gehen, könnt ihr an der Seite rüber gucken. Seht ihr ja den Bot da hinten. Und das gleiche könnt ihr dann auch von der Seite machen. Wenn ihr euch hier hinstellt und dann einfach hier eine Smoke fallen lässt, dann könnt ihr hier drauf springen und hier oben drüber gucken. Könnt euch auch ein bisschen bücken und da drüber gucken oder einfach hier noch ein bisschen zurückgehen und da drüber gucken. Und ja, das waren die zwei Mitte-Smokes. Gehen wir weiter zur nächsten. Ja, nochmal als kleiner Nachtrag, wenn ihr diese Smoke hier wirft, dann könnt ihr da drüber gucken. Ihr könnt aber auch hier drunter springen und da oben gucken, ob da jemand hochgeboostet wurde. Das heißt, könnt ihr auch mit zwei Mann machen, wenn ihr hier einfach in die Mitte kommt. Der eine springt hier drauf und wirft die Smoke so vor sich hin. Ihr guckt halt da in die Mitte rein und euer Teammate steht irgendwo hier und guckt, ob da keiner geboostet wird. Und ja, das noch als kleiner Nachtrag zu der Smoke. Gehen wir weiter zur nächsten. So, die Smoke von gerade eben könnt ihr noch anders werfen. Also, wenn ihr euch halt nicht hier offen hinstellen wollt und die Smoke da werfen wollt, könnt ihr euch hier hinstellen, also vor diesem letzten Senkrechtstrich, einfach gerade vor die Wand, umdrehen. Und dann zielt ihr genau hier auf diesen Stein hier und dann müsst ihr oben links in diese Ecke zielen. Dann einfach nur die Smoke loslassen. Hören, bis die Smoke aufploppt. Hier drauf springen und dann könnt ihr hier drüber gucken und die Leute da wegholen. Oder ihr könnt auch hier rüber nach A gucken und die Leute da halt wegholen. Am besten natürlich im Rauch stehen und das machen. Und euer Teammate kann dann hier rüberlaufen, bis er hier halt an dieser Rolle gestuckt ist, dreht sich um und hier über diesem Pfeil sind ja, hier seht ihr bald diese komischen Kreise an der Wand, einfach da über den Pfeil auf den ersten drauf zielen, heißt hier gestuckt, rüber, da drauf zielen, die Smoke werfen, wieder warten, bis er aufkommt, dann hier hochspringen und dann, wenn ihr gebückt seid, könnt ihr entweder hier in die Ecke gehen, habt ihr halt noch ein bisschen Schutz, könnt aber so gesehen werden. Ich würde euch einfach empfehlen, hier ein bisschen rüber zu gehen und dann einfach die Leute, die da rauskommen oder ein bisschen weiter nach hinten, sodass ihr die Köpfe seht, könnt ihr die dann abballern und dann, wenn ihr gesehen wurdet, einfach schnell wieder zurück. Ja, das war's mit den zwei Mitte-Smokes. Gehen wir weiter zur nächsten. So, kommen wir nun zur nächsten Smoke, und zwar, wie ihr hier Mitte so ein bisschen abdecken könnt, falls die Leute zur Vent rushen wollen. Und zwar einfach den Bot hier platzieren, dann, wenn ihr hier rüber fliegt, also rüber läuft halt, ne, wenn ihr hier steht, springt ihr auf diese Tonne hier drauf oder auf dieses Teil, was auch immer das sein soll.
Und dann zielt ihr mit der Smoke oben links auf die Ecke von diesem, ja, diesem Torhalter da halt oben in die Ecke. Dann per Rechtsklick die Smoke fallen lassen. Wenn ihr euch jetzt hinbückt, könnt ihr hier rechts unten vorbeizielen und die Leute, die halt zu Vent wollen, einfach abballern. Oder wenn die halt in den Vent reinspringen, die dann abballern. Ja, das war's mit der Smoke. Gehen wir weiter zur nächsten. So, kommen wir nun zur nächsten Smoke, wie ihr euch hier oben den Booster absmoken könnt. Dafür geht ihr einfach hier in die Ecke, zielt hier oben auf das Fenster und dann geht ihr hoch. Und ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann, aber hier dieses Metallteil ist oben ein bisschen dunkler als unten. Also von hier unten sieht man das eigentlich relativ gut. Und ihr müsst halt hier hoch M und dann ungefähr da, wo es gerade dunkel wird. Ich weiß gar nicht, hier ist auch so ein kleiner schwarzer Fleck hier oder grauer Fleck. Auf den müsst ihr dann halt einfach aimen. Also hier hoch, dann ungefähr da drauf aim, die Smoke werfen, hochspringen. Die Smoke wird hier auf diesem Teil drauf landen. Ihr könnt dann hier rechts aufs Dach drauf gehen und dann in den Connector reingucken und die Leute, die halt da sind, wegballern. So, stellen wir uns mal den Bot hier hin. Gucken. Und da steht der Bot. Habt ihr gesehen? Okay, das war's auch mit der Smoke. Gehen wir weiter zur nächsten. So, kommen wir nun zur nächsten Smoke. Wie ihr gerade gesehen habt, konnte man den Bot darauf nicht sehen. So, dann müsst ihr hier, wenn ihr auf A seid, einfach hier auf diese Kisten drauf springen. Dann hier per Rechtsklick möglichst am Rand die Smoke fallen lassen. Dann hier auf diese rote Kiste drauf springen. Und dann könnt ihr hier rechts an der Seite vorbeigucken und die Leute halt in Main sind abballern. Ich habe jetzt hier eine Awe, dann könnt ihr halt immer einpieken. Zack, wieder irgendwo in Deckung gehen, nochmal einpieken. Oder ihr könnt euch auch zur Not einfach hier zurück droppen lassen und dann hier an der Seite wieder hingucken. Und ja, das war's auch mit der Smoke. Gehen wir weiter zur nächsten. Kommen wir nun zur nächsten Smoke. Und zwar, wenn ihr hier an diesem Seitengang seid mit der Tür, könnt ihr hier auf dem Boden aimen und dann genau hier unten auf die Kante aimen. Jetzt könnt ihr die Tür aufmachen und dann hier ein bisschen über den Pfeil drüber ziehen und dann die Smoke werfen. Dann müsst ihr halt noch da hinten und da oben drauf achten, dass da keiner ist. Wenn ihr jetzt hier an der Wand entlang geht, könnt ihr rechts, seht ihr, da hinten die Typen, die im Y stehen, abballern. Und ja, dann habt ihr hier schon mal alles frei. Teammates können sich da hinten drum kümmern und ihr könnt dann hier die Bombe planten. Das war's mit der Smoke. Gehen wir weiter zur nächsten. Kommen wir nun zur nächsten Smoke. Und zwar, wenn ihr hier auf A-Spot kommt, könnt ihr die Smoke hier hinter diese Kiste werfen. Dann hier drauf springen, oben drauf springen. Und dann könnt ihr, wenn ihr hier gebückt oben, also wenn ihr steht, sieht man euch natürlich, deswegen bücken, könnt ihr dahin gucken oder hier hinter diesen Gabelstapler gucken. Und ja, das war's mit der Smoke. Gehen wir weiter zur nächsten. So, kommen wir nun zur nächsten Smoke. Und zwar, wenn ihr hier aus Main rauskommt und dann hier hinterm Gabelstapler euch hinstellt, dann müsst ihr euch an dieser linke Schraube, ihr seht ja, die wird so ein bisschen dunkler, müsst ihr euch auf jeden Fall da vorstellen. Wenn ihr euch jetzt umdreht, seht ihr hier in der Mitte so einen kleinen schwarzen Punkt über diese Einkerbung da. Und da müsst ihr einfach nur die Smoke-Granate draufwerfen. Dann könnt ihr warten, bis sie aufgeht. Dann springt ihr auf den Gabelstapler da rauf, dann oben auf Catwalk. Und dann müsst ihr nur noch auf diesen Gitter, auf dieses Gitter drauf springen, dann könnt ihr da vorbeizählen und die Leute, die hinter K stehen, alle wegballern. Und ja, das war's mit der Smoke. Gehen wir weiter zur nächsten. Kommen wir nun zur nächsten Smoke. So, wenn ihr hier oben seid, könnt ihr hier per Rechtsklick auf diesem Gabelstapler-Dach eine Smoke fallen, aufs Dach habe ich gesagt, eine Smoke fallen lassen. Und dann könnt ihr hier rechts an den Rand vorbeigucken oder hier drauf springen und hier oben so am Rand vorbeigucken. Und sobald die dann halt wie die Längenmenge da rausgelaufen kommen, einfach nur die linke Maus runterdrücken und ihr habt euer Ace. Guck mal, ein Unendlich-Zeichen. Das war's auch mit der Smoke. Gehen wir weiter zur nächsten.
So, kommen wir nun zu einem kleinen Bonusclip. Und zwar, wenn ein CT die ganze Zeit hier am Auto steht und dann immer in Garage und so rein aimt, könnt ihr als Terroristen, wenn euch das auf die Nerven geht, wenn ihr dann hier reingehen, dann müsst ihr natürlich vorher abchecken, ob hier alles frei ist, dann könnt ihr hier in die Ecke gehen. Jetzt könnt ihr hier auf dieses Garagentor aimen. Und jetzt seht ihr schon da den Einschussloch, denn ihr seht hier hinten ungefähr, links sind ja so Striche, könnt ihr euch ungefähr ein bisschen weiter rechts so die Hauskante, Moment, hier diese Hauskante vorstellen. Und ihr müsst halt, ups, wenn ihr hier in der Ecke seid, halt dahin zielen. Und dann ist halt hier dieser Dreck an der Garage, ungefähr mittig von dem Dreck zielen und dann dahin ballern. Und dann wird, da steht auch der Bot gerade. Ist halt eine Sache, je nachdem, wo die gerade stehen, ob die da ganz links stehen, ob die weiter rechts stehen. Könnt ihr einfach mal ein bisschen durchprobieren. Einfach mal random irgendwo hier rein durchschießen. Und ja, ich habe das Spiel gerade schon gewonnen. Und dann bedanke ich mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, es waren ein paar gute Smokes dabei. Schreibt mir doch in die Kommentare, welche Map ihr als nächstes sehen wollt. Ciao! So, zum Schluss möchte ich euch noch einen zweiten Wallbang zeigen. Und zwar, wer kennt's nicht, man kommt hier um die Ecke und da hinten steht schon einer mit der Sniper und wartet nur auf einen. Dafür gibt's einen ganz einfachen Trick. Und zwar, wenn ihr hier um die Ecke kommt, könnt ihr hier hochgehen und ihr seht ja hier, wo dieser Berg sozusagen jetzt oder diese Schräge aufhört und es wieder gerade wird, müsst ihr halt auf die Wand gucken. Und dann ist hier halt an diesen Pflanzen so ein etwas dunklerer Spot. Das heißt, ihr kommt hier um die Ecke, guckt, aha, da ist dieser dunklere Spot, den hier meine ich. Dann stellt ihr euch einfach gerade vor diese Wand, zielt dann auf dieses Garagentor hier, zoomt einmal mit der Sniper rein, weil dann bekommt ihr hier diesen weißen, okay, ich musste diesen Fahnenkreuz wegtun. Also ihr seht ja hier oben diese weiße Linie, da müsst ihr halt draufziehen. Und wenn ihr jetzt halt zweimal reinzoomt, habt ihr ja hier mehrere weiße Striche, deswegen vorher einmal reinzoomen. Und ihr habt euch diesen oberen weißen Strich gemerkt. Und jetzt müsst ihr hier ungefähr mittig hinzielen und dann einfach durch die Wand durchschießen. Könnt ein bisschen weiter nach rechts gehen und habt ihn getroffen. Der erste Schuss, okay, sieht man nicht, der ging wahrscheinlich, habt ihn wahrscheinlich auch getroffen. Das heißt, ich muss noch ein bisschen höher zielen, wahrscheinlich genau oben auf den weißen Strich. Aber so trifft ihr ihn zumindest einmal. Und dann wird er wahrscheinlich irgendwie in Deckung gehen. Wir gucken nochmal. Gucken ungefähr hier so. Platzieren den Bot nochmal neu. Und fliegen nochmal schön zurück. Stellen uns hier vor die Wand. Und aim diesmal mal ein bisschen höher hier oben hin. Und direkt einen Headshot gegeben. Alles klar, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr weitere One-Way-Smoke sehen wollt und auf welcher Map. Oder ob ihr halt irgendwelche anderen Videos sehen wollt, Matchmaking oder, keine Ahnung, ein paar Wallbangs auf jeder Map. Ja, dann bis zum nächsten Video. Ciao.